Wer ist Christus für mich? Dies kann ich am leichtesten mit einem Bild von Arnulf Rainer beantworten. Der Künstler übermalt alte Bilder und haucht ihnen dadurch eine neue oder auch andere Bedeutung ein. So geht es mir mit dem Versuch, Christus zu erklären. Wenn ich mich Christus annähere, merke ich, ich kann ihn nie ganz fassen. Auch mein Christusbild besteht aus vielen Übermalungen durch meine Erfahrung im Leben. Biblische Texte, aber auch Bilder helfen mir, bruchstückhaft ihn, Gottes Sohn, zu begreifen. Und zugleich glaube ich nicht, dass ich jeweils an einen Punkt kommen werde, wo ich sagen kann, jetzt kenne ich ihn wirklich. Ein solches biblisches Bild hören wir heute im Evangelium. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus hat also mit dem Leben zu tun. Lebendigkeit ist für mich ein ganz wichtiges Wort. Ich versuche selbst, meine Lebendigkeit im Glauben, im Alltag und im Beruf zu fördern und zu pflegen. Für mich persönlich heißt dies, ich setze mich mit neuen Büchern, Theaterstücken, Gottesdienstformen und mit anderen Ländern auseinander. In den letzten Jahren besonders mit Nordindien und Kirgisien. Ich bin lebendig, wenn ich bereit bin, Neues zu lernen und zu erfahren. Mein Glaube und mein Christusbild bleiben lebendig, wenn ich wage, Altes zu hinterfragen, Riten mit Inhalten zu füllen und sie nicht einfach nur durchführe. Petrus bekennt, Jesus der Christus und er ist Gott. Für meinen Glauben her bin ich überzeugt, dass Jesus geglaubt, gelebt hat und geglaubt hat. Die Erzählungen in den vier Evangelien helfen mir, über ihn immer wieder neue Aspekte herauszufinden. Bei aller Unterschiedlichkeit der vier Evangelien kenne ich doch eine Kernbotschaft heraus. Seine Hilfsbereitschaft und der Einsatz für Menschen am Rand der Gesellschaft und nicht für die Wichtigtour. Es ist ein täglicher Einsatz für Gerechtigkeit und gegen Machtmissbrauch. Für Jesus ist der Mensch im Zentrum und die Schöpfung und nicht das Gesetz. Es ist seine Botschaft, dass wir alle Menschen Teil der Schöpfung sind und dass wir diese uns anvertraute Schöpfung als Wunder und als Geschenk achten und pflegen müssen. Ein Teil von Jesus Christus wird für mich immer ein Geheimnis bleiben, aber durch das Bibellesen oder auch durch das Betrachten von Kunstbildern verstehe ich ihn immer mehr und auch ihn kann ich anderen Menschen so näher bringen.